Guten Morgen. Ich bin der Frank, das ist die Nicole. Die Nicole hat sich vorbereitet, glaube ich, oder so halb vorbereitet und ich mich auch. Und zwar, wir haben uns gegenseitig mal angerufen und haben uns gefragt, sag mal, wie hörst du eigentlich Podcasts? Was macht das mit dir oder in welchen Situationen nimmst du das wahr? Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Irgendwie x Stunden lang, zweimal oder dreimal. Und das, was ihr heute hört, das ist quasi die Verdichtung dessen, was wir da im Telefon gesprochen haben oder so, denke ich jetzt mal. Denkst du richtig, ja. Also wir haben auch nichts vorbereitet, wir werden so ein bisschen so sprechendes Denken, was der Moritz eben gesagt hat, das werden wir hier vorne machen, vielleicht uns an irgendwelche Argumente noch erinnern. Das ist so ein bisschen, was euch erwartet. Also wir schreiben auch keine Klausur danach. Also ihr müsst nicht mitschreiben. Um vielleicht den Einstieg so ein bisschen zu kriegen, thematisch haben wir, also in der Ankündigung stand irgendwie Aufwachen-Podcast und weil wir hier beim DLF sind, noch DLF-Hintergrund. Und für mich ist zum Beispiel der DLF-Hintergrund ist kein Podcast. Das ist so ein sozusagen eigentlich im Grunde genommen so ein bisschen Podcast als Mediathek benutzt. So, weil das ist halt, keine Ahnung, also für mich ist es abgeschlossen. Wenn man irgendwo mal liest, bei der Wikipedia, auch sonst wo, dann heißt es immer, was ist ein Podcast? Podcast ist Radio im Internet. Und für mich hat Internet immer sozusagen einen Rückkanal. Das ist für mich Podcast. Deswegen ist für mich DLF-Hintergrund ist kein Podcast, obwohl ich es gerne höre, aber es ist kein Podcast. So, und jetzt musst du was sagen dazu. Jetzt bin ich dran. Ich höre Podcasts überall. Meistens mit Kopfhörern, wenn ich zu Hause bin, dann auch schon öfter laut übers Handy. Ich mache dabei Tätigkeiten, die mir nicht viel Spaß machen, wie bügeln, waschen, spülen. Und ich höre sie auch unwahrscheinlich gerne, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich im Bus bin, viel, wenn ich zu Fuß gehe. Ich mag das unwahrscheinlich gerne, mich dann einfach auf das zu konzentrieren, was ich höre. Und wir haben uns ja überlegt, dass wir mal darüber sprechen, wie hören wir Podcasts, was machen wir mit den Informationen, die wir bekommen und wie schließen wir selber daran an. Der Aufwachen-Podcast hat ja ein Forum, da hat man ja die Möglichkeit, mit anderen zu diskutieren. Ich weiß gar nicht, ob es das auch beim DLF gibt. Das nutze ich auf jeden Fall, wenn es das gibt, gar nicht. Du? Nö. Also würde ich jetzt auch gar nicht erwarten, weil es halt ist halt was Abgeschlossenes, was sozusagen das, also andersrum, ich habe aufgrund der Machart nicht die Erwartung, dass jemand, der das macht, die Erwartung hat, sozusagen, dass da noch irgendwie dran angeschlossen wird, im Sinne von, da möchte sich jemand nochmal drüber unterhalten. Sondern das ist halt fertig, das ist wie so ein, vielleicht wie so ein Stück, was man in der Fabrik so oder so herstellt. Das ist fertig und dann kommt das ins Regal und gut ist. Also so stelle ich mir das jetzt vor und so nehme ich das wahr. Und wenn man jetzt nochmal über die sozusagen Situation spricht, wie höre ich Podcasts? Also ich höre das tatsächlich nicht oder meistens, also sozusagen in der überwiegenden Zahl höre ich das tatsächlich bewusst mit der Möglichkeit, dass ich mir Notizen machen kann, um bestimmte Sachen, die mir jetzt irgendwie aufgefallen sind oder wo ich sage, ach, das ist ja interessant oder sowas, oder ich sehe das aber anders, dann nochmal nachzugucken. So nach dem Motto, hab ich mich jetzt selbst sozusagen getäuscht in dem, was ich da gehört habe, oder wie ist denn das eigentlich? Also im Sinne von Erzählanlass, sozusagen für sich selber oder sowas. Darf ich eine Frage? Bei welchem der beiden Formate machst du dir mehr Notizen? Und da ich beim DLF mir keine Notizen mache, zwangsläufig, also ist es beim Aufwachen-Podcast tatsächlich. Und da habe ich gestern mit jemandem drüber gesprochen. Die Frage ist ja, warum ist das so? Und ich glaube, bei dem Aufwachen-Podcast ist es ja so, dass es ja also mindestens ein Zweiergespräch ist. Meistens ist es zu dritt. Und in diesem Gespräch ist nie klar, sozusagen, also das wird nie vollständig sein, worüber sie sprechen. Also da kommen nie alle Sichtweisen vor. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit groß,
dass man da noch mal was anderes findet. Also das ist sozusagen, das ist über das, worüber die da sprechen, egal was es ist, dass es da noch mehr gibt, was interessant ist. Und bei dem DLF, das haben wir ja auch, das ist halt durchrecherchiert und umfassend aufgearbeitet und dann noch mal auf diese 20 Minuten zusammengedampft, sage ich jetzt mal so. Und das ist vielleicht das, was auch diesen abgeschlossenen Charakter ausmacht. Also für mich, ich finde es nicht uninteressant, aber das ist halt so ein Ding, wo ich sage, ah, alles klar, jetzt bin ich informiert, jetzt weiß ich das und passt sozusagen so. Und den Aufwachen-Podcast, vielleicht bin ich da auch irgendwie verschoben oder so, aber ich mache das so wie so ein, ich höre mir den erstmal einmal durch und dann höre ich den, also um sozusagen mich selbst zu überlisten, weil bei diesem ersten Mal hören, dann kriegt man irgendwas sozusagen auf der Förderbühne präsentiert, was man für interessant hält, was vielleicht gar nicht so interessant ist. Und beim zweiten Mal hören, dann kommt man nochmal zu dem, wo es nochmal wirklich interessant wird. Also wo es sich tatsächlich lohnt. Also man kann, also es gibt Kapitelmarken, Gott sei Dank, also diesen ganzen sozusagen Begrüßungskram und so weiter. Nee, das mache ich nicht. Da habe ich Ehrfurcht vor den Machern, weil ich sage, die haben sich irgendwas dabei gedacht. Aber diesen ganzen Begrüßungskram und Unterstützer und sowas, das höre ich mir tatsächlich nur an, wenn ich selber drinne vorkomme. Und ehrlicherweise, die Hörerkommentare lasse ich auch oft weg. Das stimmt. Das mag so sein. Das ist, also wie gesagt, also ich, das ist so meine Art, wie ich das höre. Und den anderen, das höre ich halt mit anderthalb, zweifacher Geschwindigkeit und dann packt man das eigentlich. Also, du drehst die Geschwindigkeit. Ja. Also es ist wie unterschiedlich vom Podcast hören. Ich könnte das nicht, Geschwindigkeit habe ich auch mal mit rumprobiert. Keine Chance, ne? Also ich habe mich da auch rangetastet. Also ich habe nicht jetzt hier volle Kanne und dann drauf, sondern tatsächlich so langsam, also über sagen wir, mehrere Folgen, das versucht rum zu experimentieren und irgendwann, und wenn es dann total verwaschen ist, ja, da muss man die Geschwindigkeit dann runternehmen. Ich meine es jetzt gar nicht mal, ich finde, es gehört dazu, die Geschwindigkeit des Originalsprechers zu haben. Es ist ja nicht, dass ich die Dichte nicht reinkriegen würde, weiß ich nicht, kann sein, dass ich es noch nicht reinkriege, aber ich würde doch den Mensch hören, der wird doch dadurch, auch wenn es mittlerweile gut funktioniert, wird doch das tatsächliche Reden, Pausen und Co., auch solche Features wie Brücke jetzt mal über die kurze Gedankenpause, mache ich nicht an, das hört sich für mich dann nicht authentisch an. Ja, das verstehe ich. Und das schließt so ein bisschen an das an, was der... Genau, also ich verstehe, worauf du hinaus willst. Also man hört sozusagen nicht mehr, wie sich ein Gedanke entwickelt. Ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst, ja. Ich höre Podcasts immer in normaler Geschwindigkeit. Ich finde es toll, dass es die in verschiedenen Geschwindigkeiten gibt. Als Angebot kann jeder wählen, was er möchte. Aber die Welt ist eh so schnell. Ich muss die nicht noch mehr beschleunigen, indem ich einen Podcast auch schneller höre. Also ich finde es schön, ich genieße den Podcast auch in der Geschwindigkeit, in welcher er aufgenommen wurde. Ich mag es gar nicht schneller. Ja, das sind wir ähnlicher Hörtyp. Er ist ein ganz anderer. Da gibt es wahrscheinlich noch ja. andere Auswüchse, wie jemand ja. Podcast hört. Und die Möglichkeit hat man ja. Du kannst einen Fernseher nicht schneller schalten. Aber im Podcast hast du die Möglichkeit, so wie du willst. Und das finde ich halt toll. Ist für jeden was dabei und du wählst dir aus, wie du es gerne hättest. Aber das stimmt mit diesem sozusagen Hören, wie sich ein Gedanke entwickelt und so weiter. Das passt schon. Aber vielleicht bin ich da auch schon irgendwie... Also wenn man es positiv formuliert, könnte man sagen, ich bin da geübt da drin. Möglicherweise entgeht mir auch was. Und da haben wir gestern auch drüber gesprochen. Ne? Der Vincent von der SZ, der schneidet diese ganzen Sachen ja weg. Ne? Ja, und das finde ich genau, das ist Podcast, dass diese Sachen drin bleiben. Das finde ich auch. Die Vögel im Hintergrund, dann der Müllwagen. Ich finde, das gehört dazu. Ich will nichts Perfektes. Das stimmt, genau. Und das, also... Weil er da gestern, ja, wir zeigen die Welt und so weiter, aber die Welt ist ja dann weg, weil übrig bleibt ja dann der Mensch, der ins Mikrofon gesprochen hat. Und das ist ja definitiv nicht die Welt. Nee, und die ganze Spontanität geht ja verloren. Wenn das komplett durchgescriptet ist, S und Ös und keine Ahnung werden rausgeschnitten. Ich finde, die gehören mit dazu. All das gehört mit dazu. Und
Ich finde es auch schön, wenn die Podcasts einfach ungeschnitten rauskommen, so wie sie sind. Wenn dann nicht noch gesagt wird, oh, da habe ich mich gerade verhaspelt, gefällt mir nicht, mache ich weg. Ich will diese Verhaspler drin haben. Ich will Gedanken, die irgendwo hinlaufen und dann plötzlich vor eine Wand rennen oder dann haben auf einmal alle, die an dem Podcast beteiligt, jeder hat einen Faden in der Hand, auf einmal haben die 5 Fäden in der Hand, da wird irgendwo dran gezogen und man weiß nicht, wo es endet. Ich finde das toll. Ich finde das ganz toll, dieses Unberechenbare, dieses, wir wissen nicht, wo es hinläuft, wir schauen mal. Und das hast du halt bei Formaten wie Deutschlandfunk Hintergrund eben nicht. Da geht es halt darum, es ist ein Thema gesetzt und der ganze Podcast, diese 20 Minuten, die handeln von diesem Thema. Das ist genau das. Ich habe es schon mal nicht anders oder in der Runde gesagt. Einen Beitrag von Deutschlandfunk Nova, sei es nur was mit Medien oder was auch immer man dann hört, da bin ich wesentlich eher bereit, okay, interessiert mich nicht, weg damit. Wesentlich eher, weil das für mich, und wie du eben gesagt hast, gehört, ein Radiobeitrag ist, der für mich wesentlich weniger menschelt, auch wenn ich eine Sympathie gegenüber den Moderatoren habe. Aber nee, das ist eine andere Ebene, die, auf der ich stehen zuhöre, währenddessen ich bei einem Podcast, wo man dass Fanboy ist schon wieder behaftet mit dem Podcast, aber wo man so mehr drin hängt und wo man genau dieses Menschen auch mitkriegt, da schaffe ich es einfach nicht zu sagen, ach Mist, jetzt reden die schon seit 10 Minuten über ein Thema, was ich nicht verstehe oder mich nicht interessiert. Ich schaffe es aber nicht, darüber hinwegzugehen, ne? Weil es gehört dazu, weil irgendwann fallen sie wieder darauf zurück. Ne? Also das ist für mich ein deutlicher Unterschied zwischen einer High-End-Produktion im für mich übertriebenen Sinne, schalte ich gern auch mal ab, weil ist jetzt durch, und dem Miteinander in der Podcast-Runde. Ich weiß auch über keinen einzigen der Sprecher vom Deutschlandfunk-Hintergrund irgendwas. Ich kenne die gar nicht. Die könnten die austauschen, das wird mir gar nicht auffallen. Und beim Aufwachen-Podcast ist ein bisschen, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber hat so Lindenstraße-Niveau. Wenn du da mittendrin einsteigst, du denkst, wer ist das? Es wird an Geschichten angeknüpft, auch an interne Dinge, an Insider, die kennst du erstmal gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele Folgen man braucht, um überhaupt zu raffen. Wann wird denn mal so ein Jingle? Wer ist Hans Jessen? Ja, genau, das weißt du am Anfang nicht. Du brauchst halt länger, um reinzukommen, aber du bekommst halt mehr Informationen als nur diese inhaltliche Ebene. Du bekommst auch viel Zwischenmenschliches mit, über Gewohnheiten, ne, auch was Persönliches. Und das macht es halt interessant, und das ist nicht für mich irgendwas Perfektes, sondern es ist perfekt, aber weil es unperfekt ist. Ja, genau, also Also im Film gibt es so einen Effekt, das nennt sich Doppelbelichtung. Also wo du sozusagen auf einem Foto hast du eigentlich zwei drauf. Und in so einem echten Podcast, sage ich jetzt mal, ja, dann hast du ja sozusagen das Thema drauf und wie in so einer Doppelbelichtung nochmal kommen die Menschen auch nochmal vor. Also das heißt, du könntest sozusagen, also hast sozusagen zwei Dinge in einem drin. Also du könntest dich sozusagen, wenn du dich jetzt nur für die Macher interessierst, blendest du diesen ganzen thematischen Quatsch sozusagen weg und erfährst was über die. Und du könntest aber auch umgekehrt machen, könntest sagen, also sozusagen, weil ja da zwei Bilder drin vorkommen, könntest du das andere Bild angucken und sagen, okay, jetzt ist ja irgendwie Abschweifung, noch Schnörkel dran und so weiter, das ignoriere ich und dann bin ich trotzdem informiert oder ja, ich weiß am Ende mehr. So, das ist das eine, also Doppelbelichtung, und das andere, weil wir ja Wir sind ja im Internet, ja. Also wir haben ja einen Rückkanal. Und das ist vielleicht etwas, wo ich noch so mal ein bisschen, also man muss ja anschließen, oder was muss, man möchte anschließen und an das, was man gehört hat. Früher war es beim Radio so, man hat das irgendwie in Gemeinschaft gehört. Möglicherweise ist es bei Podcasts auch so. Und dann hat man noch mal über das Gehörte gesprochen. Und jetzt kann man ja sagen, also ich in meinem Kopfhörer bin ich ja mit mir selbst alleine, jetzt kann ich mich mit mir selber sozusagen über den Podcast, was ich gerade gehört habe, kann ich das irgendwie besprechen, aber vielleicht ist es auch irgendwie sozial akzeptierter, wenn ich das mit anderen Menschen mache. Also in dem Sinne müsste man vielleicht nochmal darüber sprechen, wie ist denn dieser Rückkanal organisiert? Also das reicht ja von einfachen Kommentaren, was ich persönlich wieder schlecht finde, weil das ist so sozusagen eindimensional wieder sozusagen zurück zu den Machern, aber das ist nichts Netzartiges, wo sich irgendwas noch entwickeln könnte.
Und deswegen finde ich es mit dem Forum eigentlich gar nicht so schlecht, weil auf der einen Seite, da hast du halt andere Hörer und kannst dich dann nochmal drüber austauschen, so nach dem Motto, habe ich das richtig verstanden oder wie siehst du das? Und ob da nochmal die Macher da irgendwie was dazu sagen oder nicht, das ist im Grunde genommen eigentlich auch egal. Aber so dieses, man findet nochmal einen Anschluss, ja, das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, das gehört zum Podcast mit dazu, da über einen Kommentar hinausgeht. Ja, du findest nicht nur Anschluss, du bist auch in der Lage mitzugestalten. Wir als Hörerinnen haben natürlich beim Aufwachen-Podcast immer die Möglichkeit, Themen mitzugestalten, auch Inputs zu geben. Hat man beim DLF, glaube ich, eher weniger. Also da merkst du wirklich, der Podcast ist für uns gemacht. Ja, stimmt. In irgendeiner Folge kam das auch mal. Wir machen den Podcast für die 5 Leute, die da irgendwie in dem Unterstützerinnen-Dank da irgendwie vorkommen. So. Aber da mutmaßen wir jetzt wieder über die Motive der Macher, nicht über uns. Also ich finde das wichtig und ich finde das auch, dass dieser Rückkanal, also das muss schon über E-Mail und so weiter hinausgehen, weil das muss auf der einen Seite schon sichtbar sein. Und wie man es oft hat, ich will jetzt nicht Lager der Nation sagen, weil das wollten wir eigentlich nicht machen. Aber dort ist es ja tatsächlich, man kann da kommentieren, aber wenn man sich das mal so durchliest, dann findet da wenig Bezug aufeinander statt. Also er findet statt, aber nicht so, also es kommt selten vor, sagen wir mal so. Ja. Da kann ich nichts zu sagen. Ja, aber ich. und das finde ich irgendwie nicht ausreichend, so als Hörer, weil da eben tatsächlich wenig Gespräch dann möglich ist, also wenn man sich vorstellt, dass der Podcast ein Gespräch mit dem Hörer ist, was halt irgendwie zeitversetzt irgendwie stattfindet. Oder wie siehst du das? Was machst du eigentlich mit dem? Gerade, ach so. Wie schließt du da eigentlich daran an? Für mich oder für andere? Ist egal. Ja, wenn ich den Aufwachen-Podcast höre, habe ich immer Probleme teilweise, wenn da was sehr Interessantes ist, wie gerade wenn ich unterwegs bin, wie markiere ich mir das jetzt? Ich habe ja nicht Block und Stift mit und schreibe Minute so und so dieses Thema. Ich mache dann immer einen Screenshot mit dem Handy, dass ich weiß, welche Stelle das ist, weiß dann aber, irgendwann habe ich ganz viele Screenshots in meinen Fotos und denkst du, was war denn da jetzt los in diesem Screenshot? Komme dann auch nicht immer dazu, mir die Folge mit dieser Stelle dann nochmal anzuhören. Bestimmt. Okay, die kannst du mir gleich mal zeigen. Aber also ich kann aus meiner Erfahrung als Hörerin sagen, mir geht es ähnlich wie dir. Ich höre das auch so bei langweiligen Tätigkeiten und unterwegs. Und da habe ich halt auch selten die Möglichkeit, mir mal irgendwas aufzuschreiben oder so. Wenn aber ein Thema mich so getriggert hat, dass ich das sozusagen zu Hause noch auf der Palette habe, wenn ich das nächste Mal am Rechner sitze und was tippen kann, dann schicke ich meistens irgendwo einen Kommentar oder gucke mal ins Forum oder so. Aber sonst eher selten. Also es muss mich wirklich so im Haken irgendwo noch drin haben. Ja, das geht mir auch so. Also ich kann auch nicht nur da sitzen und einen Podcast hören. Ich habe eine Aufwachen-Folge im Sommer gehört und oder wollte sie hören und habe mir dann extra eine Tätigkeit gesucht, habe dann angefangen, die Dachterrasse sauber zu machen, weil ich nicht einfach nur auf dem Stuhl sitzen kann und Podcast hören. Weil ich setze mich echt abends hin aufs Sofa und höre 3-4 Stunden. Echt? Nee. Oder wie es früher irgendwie mal Fernsehen geguckt hat oder so, wo es noch Fernsehen gab, gefühlt. Aber du hast ihn gehört, du hast ihn nicht geschaut. Ja, auf der Couch. Du hörst. Das Video brauche ich eigentlich. Manchmal, wenn ich jetzt beim Aufbau-Podcast irgendwie dann noch irgendwie was Lustiges ist und ich das gerne sehen will, dann skippe ich hinterher, dann merke ich mir das und gucke mal bei YouTube einmal rein. Ja, stimmt, das Video lasse ich auch weg. Das interessiert mich auch nicht, weil es wird ja beschrieben. Also wird ja immer gesagt, was da vorkommt. Also ganz selten mal, wenn ich so, wenn ich sehe, okay, das will ich jetzt aber nochmal sehen, wie man es in den 80ern oder 70ern. Aber das ist ja schon wieder eine weitere Facette des Hörens, weil das könnte ich zum Beispiel überhaupt nicht hinsetzen. Und, ja, sitzt auf dem Klingel.
egal, ich muss irgendwas machen. Also entweder ich bin in Bewegung, ob mit dem Auto oder wenn öffentliche, dann öffentliche, wo noch dran. Oder ich gehe von A nach B, dann ist der Podcast. Oder ich wusel und werkel irgendwas, oder ich mähe Rasen oder räume den Keller auf, hoffentlich irgendwann mal. Dann passiert sowas, dann auch gerne über Lautsprecher, wenn ich für mich alleine im Raum bin. Aber also mich einfach nur hinsetzen, stillhalten und Podcast hören kann ich nicht. Ich spreche darüber. Aber vielleicht noch mal eine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, auf dem Sofa liegen und das und sozusagen, ich hör mir das jetzt an, ja, mache ich so ähnlich. Wie gesagt, ich bin noch so alt oder wie auch immer, sozusagen in meinem Kopf, dass ich mir das dann immer noch mitnotiere, was mir da irgendwie einfällt. Und dann ist mir schon oft passiert, dass, wenn man da sozusagen nichts in parallel macht, ja, dass einem dann irgendwie der Gedanke entgleitet und man dann irgendwie feststellt, jetzt haben die schon weitergesprochen über irgendwas. Was war das Letzte, woran du dich noch aktiv erinnern kannst? Dann muss ich wieder zurückhüpfen. Das finde ich wieder interessant und das passiert mir eigentlich relativ. Und beim Hintergrund passiert mir das selten. Passiert auch, aber dann passiert mir das selten, woran auch immer das liegen möge. Ja, den höre ich auch durch. Da pausiere ich. Der ist ja natürlich relativ kurz im Vergleich zum Aufwachen-Podcast. Aber den höre ich komplett durch. Da stoppe ich auch nichts und dann ist das für mich dann danach auch teilweise gegessen. Da höre ich auch nicht alle Folgen. Sondern ich suche mir thematisch das raus, was mich interessiert oder irgendwas, wo ich denke, das interessiert mich gerade gar nicht, das höre ich mir trotzdem an. Aber die höre ich nicht so durch, im Gegensatz zum Aufwachen-Podcast, weil da kannst du auch irgendwas verpassen und dann verstehst du irgendeinen Witz wieder nicht. Das stimmt. Ja, dann wo ist Hans hin? Doppelhans dann in dem Fall. Ja, so Dinge halt. Also da, wenn du da was verpasst, ist schon ein bisschen ärgerlicher. Aber was sehr spannend ist, ich habe mir mal irgendwann noch mal alte Folgen angehört und fand das total interessant, wie damals über Dinge berichtet wurden. Wenn man das noch mal sich so durch den Kopf gehen lässt, fand ich sehr interessant über Griechenland beispielsweise. Wenn man sich das jetzt noch mal anhört. Also kann ich nur empfehlen, noch mal ganz alte Folgen zu hören. Es ist sehr, sehr interessant. Ja, stimmt. Also genau, das mache ich auch so aus Spaß. Einfach mal ein oder zwei Jahre zurückgehen und so nach dem Motto, was kam da vor? Woran kannst du dich selber noch erinnern? Mhm. An aktuelle Berichterstattung, was da irgendwie möglicherweise sogar thematisiert wird. Und das andere, wie hat man damals eigentlich da drauf geschaut? Wie hat sich das Ganze verändert? Das ist nochmal, und manche Dinge, das ist ja wirklich erschreckend, also wie, dass das nur ein Jahr, nehmen wir mal an, her ist oder so. Und meistens passiert das tatsächlich in dieser podcastfreien Zeit, wo man sich nochmal das Archiv hernimmt. Ja, und vor allen Dingen auch, wie hat sich mein eigener Blick auf die Dinge verändert? Ja. Wie habe ich damals über diese Themen gedacht und wie denke ich da jetzt drüber? Das ist auch sehr interessant. Hat sich da was verändert? Wenn ja, warum? Wenn nein, auch warum? Das finde ich auch sehr spannend. Aber so mit jemandem anders darüber sprechen oder sowas, das findet, also habe ich jetzt so mitbekommen, das machst du gar nicht, sondern du sprichst im Grunde genommen mit dir selber darüber. Meinst du mit du mich jetzt? Ja, du. Ich. Mhm. Nee. Das finde ich komisch, muss ich ehrlich sagen. Nee, also als Familienvater ist man ja in der, sagen wir, komfortablen Situation, dass man sich da das organisieren kann, ja. ja, mein Ältester, der ist 15 und so bestimmte Sachen, wo ich sage, ist vielleicht nicht ganz ungeschickt, dass man auch was darüber weiß, die hören wir dann nochmal zusammen und sprechen dann tatsächlich drüber. Also, was weiß ich, gibt es ja so diese typischen Anlässe, es muss Essen hergestellt werden. Das heißt, man sitzt irgendwie zusammen am Tisch, einer macht irgendwas und man hat den Podcast nochmal laufen, hört das zusammen und spricht dann darüber. Also so ist das jetzt bei uns jetzt organisiert. Ich spreche da ja auch drüber, aber ich spreche da meistens mit Leuten drüber, die den nicht gehört haben. Und der Aufwachen-Podcast fasst für mich die Nachrichten zusammen und ich fasse dann nochmal den Aufwachen-Podcast. Also es wird immer kleiner. Es wird immer kommen. Also ich erzähle jetzt nicht 5 Stunden, aber ich fasse mal so ein paar Dinge zusammen und gebe das dann auch mal weiter. Das ist auch sehr interessant. Ja, genau. Vielleicht fasst dann der, dem ich es gesagt habe, das auch nochmal zusammen. Das wäre ja auch.
Ja gut, genau, also das ist so dieses... dieses das war gemein. Ja gut, das ist ja so, sowieso, dass, also ich bin informiert und habe irgendwie so eine Sicht entwickelt auf Dinge, die irgendwie vorkommen und die teilt man, klar, das kommt bei mir auch vor, also wenn man sich im Kollegenkreis oder so irgendwie mit jemandem drüber unterhält, aber so dieses Bewusste, wir hören das jetzt, weil das der Aufwachen-Podcast ist oder irgendwas anderes und dann greifen wir uns einen Aspekt raus und den besprechen wir dann. Also es muss jetzt noch nicht mal was Innerliches sein. Also wir haben letztens zum Beispiel über das Thema Doppelbelichtung eben gesprochen. Also was ich gerade gesagt, deswegen war mir das noch im Kopf, sozusagen über diese Doppeldeutigkeit, die sich da in diesem, also man muss nicht über den Sinn sprechen, man kann auch über die Form sprechen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also genau, wobei das dann tatsächlich, also es ist nur zwischen mir und meinem Ältesten, nehmen wir mal an jetzt zum Beispiel, so findet das Gespräch aus. Weil darüber hinaus weiß ich gar nicht, was die Leute, ob die überhaupt Podcasts hören. Also ich weiß von einem Kollegen, dass er den methodisch inkorrekt Podcast nochmal hört und dann wenn da so eine Folge rauskommt, dann unterhalten wir uns so kurz mal irgendwie 2,5 Sätze drüber, über das, was wir da gehört haben und dass wir das ganz toll finden und so. Aber das war's dann auch. Also genau, vielleicht noch was zur Länge. Ich finde das spannend, wenn ein Podcast richtig lang ist und also nehmen wir mal von den 5 Stunden interessieren mich dann besonders die letzten 2 Stunden, also wenn jeder im Grunde genommen schon total fertig ist, also und überhaupt gar keine, also gar nicht mehr so richtig weiß, worüber er jetzt spricht eigentlich im Grunde genommen und aber es wird noch weitergemacht und das finde ich interessant, weil dann sozusagen so nochmal, da kommt nochmal Persönlichkeit rein und das das finde ich so aus persönlicher, also so aus Experimentesicht, also wann zeigt sich der Mensch wirklich, also deswegen sind so 1 Stunde oder sowas, finde ich eigentlich zu wenig oder so. Ja, ich denke mal, ein Podcast soll so lange dauern, wie er dauert, also es gibt Formate, da passen 20 Minuten, es gibt Formate, das sind 5, 6, 7, 8 Stunden, ich finde alles in Ordnung, es ist okay. Ja, also, aber interessant finde ich wieder, wenn es lang ist, weil dann der Mensch nochmal vorkommt. Weil er so fettig ist am Ende. Möglicherweise, also weil dann die Kontrolle aufhört. Genau, also das ist so dieses... Wenn eine da war am Anfang, ne? Also im Theater hat man das ja, man hat ja sozusagen Vorderbühne, wo alles stattfindet und die Hinterbühne, wo dann also die Bühnenarbeiter sind und dann irgendwie so ein bisschen das alles, wo sie dann auch warten und wo sozusagen alles ungeordnet ist. Und wenn das eine gewisse Weile dauert, so ein Podcast, dann sehen wir, wie dann schon die Bühnenarbeiter, also eigentlich sozusagen den Vorhang zur Hinterbühne dann schon hochziehen. Und dann können wir auch als Zuschauer ein bisschen reingucken. Das also finde ich persönlich interessant. Ne? Also das hat jetzt mit meinem persönlichen Interesse zu tun. Das ist jetzt keine Regel, wo ich jetzt sage, also wenn das weniger als 5 Stunden dauert, dann finde ich das uninteressant und interessiert mich nicht. Ja? So ist es definitiv nicht. Aber ich finde es gut, wenn das lang dauert. Weil, habe ich so das Gefühl... Und wir hatten ja, ich glaube, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken hier, jetzt verlieren wir uns langsam in der Zeit. Und wir hatten ja auch drüber gesprochen, irgendwie in den ganzen Vorträgen, wo es darum ging, um Vertrauen und Nähe und so weiter und durch den Kopfhörer. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass man wie in so einem langen Gespräch, wo man dann sagt, ich habe jetzt nicht bloß irgendwas sozusagen inhaltlich gelernt, sondern auch was über die Person, also die Welt kam sozusagen vor. Nicht nur das geschriebene Wort oder so. 6 Stunden kann sich also jemand letztendlich ans Skript, inwieweit es auch Ja, und ich glaube, durch die Länge entwickelst du auch einfach eine viel persönlichere Beziehung. Ich weiß nicht, was Thilo und Stefan schon alles mit mir zusammen im Aufwachen-Podcast von Sockenfalten über. Also. Ja. Ist ja auch von der Zeit her natürlich, ne, ist auch der Zeit geschuldet. Ne? In 20 Minuten erlebe ich selber auch nicht so viel. Aber in 5, 6 erlebe ich schon mehr, wo mich die beiden halt bei begleiten. Genau. Ich glaube, wir sind jetzt zeitmäßig schon so halb durch oder so. Ne? Ganz durch sind wir, okay. Das ist jetzt ein Podcast. Wir müssen, also jetzt Alexander Kluge-mäßig müssen wir jetzt rausgehen. Also die Kamera wird Mikro fallen und raus. Genau, eigentlich. Das ist wie bei der Oscar-Verleihung. Genau, jetzt kommt der Abspann. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön.